Herzlich willkommen zum Togo Sommer. Ich bin Lisa und was wären die Sommerferien ohne Freunde? Ich war im Urlaub und habe dort zwei neue Freunde gefunden. Wir haben uns gegenseitig diese coolen Armbänder gebastelt. Und die Armbänder, ach, die erinnern mich immer an die schöne Zeit mit den beiden. Das Coolste daran ist, dass man diese Armbänder ganz einfach selber machen kann. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Diese Knopfscheibe macht eigentlich die ganze Arbeit. Und die ist super schnell gebastelt. Für die Knopfscheibe und das Armband brauchen wir ein Stück Pappe und noch folgende Materialien. Wolle in verschiedenen Farben, ein Lineal, Stifte, eine Schere und ein Glas oder eine kleine Schüssel. Dann starten wir jetzt mit der Knopfscheibe. Auf einem Stück alter Pappe zeichnet ihr mit Hilfe eines runden Gegenstandes einen Kreis auf. Ich nehme dafür eine kleine Schüssel. Ihr könnt auch ein großes Glas nehmen. Schneidet den Kreis aus. Jetzt stecht ihr mit einem Bleistift ein Loch in die Mitte. Bohrt dieses ruhig etwas größer, so dass gleich die Wolle durchpasst. Zeichnet einen Strich durch die Mitte des Kreises. Und dann macht ihr so lange weiter, bis ihr wie bei einer Pizza 8 Stücke habt. Die Enden der Striche schneidet ihr mit einer Schere ein. Zum Schluss zeichnet ihr noch Pfeile auf. Zählt von einem Strich 3 Striche weiter und verbindet beide Striche mit einem Pfeil. Achtet darauf, dass eure Pfeile immer in die gleiche Richtung zeigen. Das wiederholt ihr mit allen Strichen. Am Ende müssen alle Striche mit Pfeilen verbunden sein. Die Pfeile helfen uns nachher beim Knüpfen. Unser Werkzeug ist jetzt fertig. Damit unser Freundschaftsarmband schön bunt wird, brauchen wir 7 Wollschnüre in unterschiedlichen Farben. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch gerne die Farben wiederholen. Seid ihr bereit? Dann geht es jetzt ans Knüpfen. Zuerst müssen wir unsere Schnüre zuschneiden. Mit Hilfe eines Lineals könnt ihr die Schnur abmessen. Wir brauchen 60 cm. Habt ihr das einmal gemacht, könnt ihr den Faden als Vorlage für die anderen Fäden nehmen. Legt alle Schnüre zusammen und macht nach ca. 10 cm einen Knoten. Steckt die Fäden von hinten durch die Knopfscheibe, so dass der Knoten hinten stecken bleibt. Tut er das nicht, dann solltet ihr einen Doppelknoten machen. Steckt jede Schnur in einen Schlitz, aber ein Schlitz wird leer bleiben. Dann kann es jetzt losgehen. Dreht die Scheibe so, dass der leere Schlitz zu euch zeigt. Dann verfolgt den Pfeil zurück, schnappt euch die Schnur und steckt ihn in den leeren Schlitz. Nun dreht die Scheibe wieder, so dass der leere Schlitz zu euch zeigt. Dann nehmt ihr euch wieder die Schnur, die sich am Ende des Pfeils befindet, und steckt ihn in den Schlitz. Das wiederholt ihr die ganze Zeit. Das ist auch schon der ganze Trick. Einfach, oder? Und die Bewegung läuft irgendwann ganz von allein. Jetzt kommen wir noch ein paar Tipps, wie das Knüpfen noch einfacher wird. Tipp 1. Zieht immer mal wieder das Armbandende hinten lang, so dass das Armband auch genug Platz hat. Tipp 2. Zieht die Schnüre nicht zu fest, so dass nicht zu viel Spannung entsteht. Tipp 3. Die losen Schnüre solltest du immer mal wieder entwirren, damit keine Knoten entstehen. Tipp 4. Schaut immer nach, ob das Armband schon die richtige Länge hat. Wenn ihr die richtige Länge erreicht habt, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr das Armband fertig macht und es dann auch anziehen könnt. Zuerst zieht ihr die Schnüre aus der Knopfscheibe und verknotet das Ende. Jetzt könnt ihr das Armband eigentlich schon um das Handgelenk legen und festknoten. Ihr könnt aber auch die Enden flechten.
Nach dem Flechten knotet ihr das Ende nochmal fest. Das Armband könnt ihr jetzt am Handgelenk festknoten. Wenn ihr nicht flechten könnt, ist das gar kein Problem. Ihr könnt die einfache Variante nutzen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, diese coolen Freundschaftsarmbänder nachzumachen, dann überrascht doch damit eure Freunde. Schickt uns gerne Bilder von euren Ergebnissen oder auch Videos zu und wir zeigen sie freitagvormittags bei Togo im Fernsehen. Alle Infos dazu findet ihr hier auf togo.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und ich glaube, ich bastel noch eins für Wusel. Der würde sich bestimmt freuen. Macht's gut!